Herzlich willkommen zu XCOM 2 War of the Chosen mit Arezu. Ich bin Arezu und wir haben hier zwei Dinge, die mit Ausrufezeichen versehen sind. Erst einmal die kurze Einleitung, wie am Anfang jeder Reihe, wenn ich dran denke. Was ist XCOM 2 War of the Chosen? Es ist die Erweiterung zu XCOM 2. Wer keine Ahnung hat, was XCOM ist, der kann sich gerne die XCOM Enemy Unknown Reihe, dann die XCOM 2 Reihe und dann die XCOM Enemy Within Reihe alle auf meinem Kanal angucken, alle unten in der Videobeschreibung zu finden. Und weiter erkläre ich das gar nicht. Ich setze jetzt voraus, dass man XCOM Vorwissen hat. So, wir gucken uns mal an, was im Legacy Hub ist. Ein Archiv von Einsätzen, die die Geschichte von XCOM nacherzählen. Scharmütze, spiele einen benutzerdefinierten taktischen Einsatz nach deinen Vorgaben und Herausforderungen im Archiv, greife auf eine beliebige vergangene tägliche Herausforderung zu. Das sieht alles schon mal ziemlich cool aus. Und Herausforderungsmodus, man hat eine Herausforderung pro Tag. Willkommen zum Herausforderungsmodus. In diesem Modus trittst du gegen Spieler aus aller Welt an, um die Höchstpunktzahlen in Herausforderungseinsätzen zu erzielen. Bei jeder Herausforderung erhalten alle Spieler exakt denselben Einsatz, einschließlich der gespielten Karte, der enthaltenen Feinde und der Einheiten, die die Spieler kontrollieren. Gib alles, um deine Punkte zu maximieren. Beachte, dass du jede Herausforderung nur einmal spielen kannst und dass das frühzeitige Verlassen des Einsatzes vor Abschluss der Herausforderung das Hochladen deiner Punkte verhindern kann. Schau regelmäßig vorbei für neue Herausforderungen. Erfolge sind im Herausforderungsmodus deaktiviert. Okay. Das gucken wir uns später mal irgendwann an. Vielleicht irgendwann im Stream. Vielleicht machen wir das gar nicht hier so drin. Eigentlich die Reihe soll den normalen Verlauf zeigen. Also drücken wir mal auf neues Spiel. Wir drücken nicht auf Commander. Veteran, eine angemessene Herausforderung für Spieler, die bereits mit XCOM vertraut sind. Das klingt doch gut, ne? Ich hoffe, das ist nicht die gleiche Option, die dann die klassische Version aus XCOM Enemy Within, bei der ich 3 Versuche gebraucht habe, bevor ich eingesehen habe, dass ich runterschalten sollte. Aber das zweitleichteste sollte eigentlich in Ordnung sein. Tutorial, ja, machen wir, weil ich noch XCOM Enemies in gewohnt bin, brauche ich das. Einsteigertexte abschalten, nein. Untertitel anzeigen, nein. Spielsoundtrack wählen, wir behalten einfach den, der drin ist. Beta-Angriff steigert merklich die TP der meisten Einheiten für längere taktische Gefechte. Die Gesundheit aller Soldaten und der meisten Feinde ist verdoppelt. Soldaten erhalten am Ende eines Einsatzes Gesundheit in Höhe der Hälfte des erlittenen Schadens zurück. Einsatztimer werden um 50% erhöht. Schnitterverbündeter. Beginnt das Spiel mit einem Schnitter im Trupp. Wird nur bei deaktivierter War of the Chosen Einführung aktiviert. Start nur mit einer Fraktion möglich. Scharmützlerverbündeter. Ja, beginnt mit einem Scharmützler im Trupp. Die ganzen kenne ich ja alle nicht. Ich denke, das sollten wir uns alles später irgendwann mal... Zeitumkehrer. Verlängert die zum Erfüllen von Zielen verfügbare Zeit deutlich und senkt so die taktische Schwierigkeit des Spiels. Taktische Schwierigkeit reduzieren gefällt mir nicht so. Allerdings die Zeitlimits gefallen mir normalerweise nicht. Okay, aber ich denke, das ist schon alles so in Ordnung, wie es jetzt ist, ne? Optionaler Story-Inhalt. Führt die neuen Spiel- und Story-Elemente der Erweiterung War of the Chosen ein? Ja, das will ich bitte haben. Warum sollte ich sonst das Ganze hier spielen, hä? Achso, ist ins Tutorial eingebunden, muss drin sein, ne? Das wollen sie mir damit sagen, indem sie es ausgrauen. Greife auf den Vieh zu. Wir sind drin. Aber ich weiß nicht, wie lange. Sehen Sie das? Zu viel Sicherheit. Selbst für Advent. Das ist keine normale Genklinik. Sie haben die Wahrheit gesagt. Oder sie locken uns in eine Falle. Eine offensichtliche Falle. Wir bräuchten eine Armee, um einzumarschieren. Ich weiß was Besseres. Outrider, ihr Central. Los!
Zeit, die wir haben, sind solche Fehler nicht zu vermeiden. Es war nicht unser Fehler. Bitte! Dafür gibt es keinen Grund. Ich werde alles Nötige tun, aber ich brauche mehr Zeit. Haben Sie etwas gesagt? Sie sind einer von diesen? Glauben Sie mir, ich hatte keine Wahl. Outrider, melden! Es gibt ihn also wirklich. Outrider an Avenger, habe visuelle Bestätigung. Sind Sie sicher? Wir Schnitte irren uns nie. Ich nehme Sie beim Wort. Verwischen Sie Ihre Spuren und verschwinden Sie. Sie dürfen uns nicht entdecken. Noch nicht. Verstanden. Jetzt beginnt der wahre Krieg. Gibt also wohl ein paar neue Klassen. Die Spannung steigt und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Das kommt mir wieder bekannt vor. Grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Frist zu melden. Gemeinsam können wir ein besseres Morgen erschaffen. Gleich in Position. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gatecrasher. Noch 60 Sekunden. Hat aber schon Glück, dass sie nicht direkt geschossen haben. Obwohl das ein bisschen Erfahrung sein wird. Laut und deutlich. Man weiß ja okay, wann. Sie sind dran. Man weiß ja ungefähr, wie schießwütig die Gegner sind. Wenn man in so einer Revolution arbeitet. Gut, wir haben zwei Leute. Advent-Truppen sind auf dem Weg zum Sprengpunkt. Wir müssen auf das Paket zugreifen, bevor sie herausfinden, was wir vorhaben. Die Schnitterinne bekommen wir nicht. So, wie funktioniert das Spiel aber auch gleich? Zuerst müssen sie abtauchen. Gehen sie hinter der niedrigen Mauer in Deckung. Verstanden. Rücke vor. Okay. Peter Osei senden wir also hierhin. Die Einheitenfahne zeigt die Gesundheit des ausgewählten Soldaten sowie seine verbleibenden Aktionen an. Zwei Aktionen pro Runde. Osei verfügt noch über eine Aktion. Position, aber hier bin ich ungeschützt. Besser als nichts. Aber vielleicht finden Sie weiter vorne eine bessere Position.
Sieht nach voller Deckung aus da vorn. Rücke vor. Ort, lauf, lauf, lauf. Crasher 2, dranbleiben. Bleiben Sie bei Crasher 1. So, und wir sprinten. Wir wissen ja, dass da vorne aber nichts verstanden. Ist. Und ich bin nicht sicher, ob er mich einfach so hätte laufen lassen. Ich dachte, die Sicherheitsvorkehrungen sollten leicht sein. Oh, ich erinnere mich. Keiner überlebt, ne? Bleiben Sie im Schatten, bis alles vorbereitet ist. Wir haben nur diese eine Chance. Ah, stimmt. Wir sind ja nicht... Wir sind ja, am Anfang immer verborgen. Das ist ja ganz praktisch. Wenn einer aufgedeckt wird, verlieren alle die Verborgenheit. Gut. Okay, ich muss direkt hier hinsprinten. Ich meine, ich habe mich ja dafür entschieden, das Tutorial mal wieder anzuklicken, ne? Gehen Sie nicht zu dicht dran. Eine Granate wäre hier nett. Sonst werden Sie entdeckt und unser Vorteil ist dahin. Sie mögen in der Überzahl sein, aber wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Hoffentlich reicht das. Und da geht unser Überraschungsmoment. Sie und ich. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Wir müssen die verbleibenden Soldaten ausschalten. Ich hab sie im Visier. Angriffserlaubnis. Tun Sie's. Drücke Eingabe oder linke Maustaste über eine Aktionsschaltfläche, um die Steuerung für den taktischen Kampf zu aktivieren. Gut. Waffe abfeuern. Wollen wir. Ja, nehmen wir hier erstmal den, bei dem wir 68% haben, ne? Der gesamte Trupp verliert Verborgenheit, wenn ein Soldat einen Feind angreift, ein Fenster eingeschlagen oder eine Tür aufgetreten wird, ein Soldat flankiert oder ein Erkennungsfeld betritt. Sie können sie jetzt sehen. Wie wär's, wenn sie erst schießen und dann feiern? Kein Problem. Gut, dorthin. Ich wäre ja... Ah, hier oben kann man gar nicht hin. Gut, dann ist das nicht so sinnlos. Wobei ich immer noch lieber die erhöhte Position gehabt hätte hier. Aber sie sind gefährlich nah dran. Vorsicht. Klicke auf das hervorgehobene Kopfsymbol und drücke Tab, um zu unterschiedlichen Zielen... oder drücke Tab, um zu unterschiedlichen Zielen zu wechseln. Gut. Ja, wir nehmen den, bei dem wir eine gewisse Chance haben, ne? Oh, Loot. Stimmt, das gab's ja auch. Es war einer für dich. Okay, alles gut, wir leben noch. So leicht kriegt ihr mich nicht. Oh Gott. Nein, Menace 2 ist am Boden. Sie ist tot. Verdammt, solche Risiken dürfen Sie nicht eingehen. Auf die Flanken achten. Ihr wollt es auf die harte Tour. Okay. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass es nicht mehr als eins wird. So, flankieren. Nutzen Sie den Vorteil, bevor Sie flankiert werden. Und nachladen ganz schnell. Ha. Sie rücken. Sie rücken. Ich hätte ja ganz gerne mal einen Kämpfer, der nur einzelne Schüsse braucht. Also außerdem Scharfschützen. Übertragung. Central, bin bereit. Okay, er hat ein Scharfschützengewehr. Steht sogar sein Name drauf. Die Aussicht genossen. Was zur Hölle sind das für Dinge? Menschen. Zumindest früher. Menschliche Hybridsoldaten. Advents Belohnung für Gehorsam und Treue. Wir kannten die Gerüchte, aber wir wollten sie nicht glauben. Das wollte niemand.
Aber das wird sich ändern, wenn wir finden, wofür wir hier sind. Also los. Oh, jetzt sammeln wir jetzt doch nicht noch einen? Ein Advent-Transporter nähert sich ihrer Position. Sie haben sie gehört. Die linke Flanke decken. Okay. Mein Loot darf ich wohl nicht mitnehmen. Andererseits würde ich gern. Bin dabei. Halten Sie die Augen offen und schießen Sie auf alles, was sich bewegt. Ich dachte eigentlich, das hier wäre die Mission, in der man auch dann den Commander, also mich selbst... Okay, darf ich nicht? Der Haupteingang ist gesichert. Wir müssen zum Paket vorrücken. Oh doch, man sammelt mich ein. Warum? Wir haben doch eben schon jemanden hingesendet dafür. Gut, Bradford, sammeln wir das da ein. Darf er nicht. Darf denn überhaupt irgendjemand irgendwas machen? Aber wie gesagt, ich habe das Tutorial angeklickt. Ich bin selbst schuld. Minister 3, Sie sind dran. Moment. Sie sollten diese Leiche nach brauchbarer Ausrüstung durchsuchen. Wir können jetzt alles gebrauchen. Aber seien Sie schnell. Das Advent-Zeug soll sich angeblich selbst zerstören. Ein Zielfernrohr. Yay. Gut gemacht, Jane Kelly. Der Name kommt mir bekannt vor. Und ja, weiter. Lauf, lauf, lauf. Osade gibt uns ja Deckung, das heißt, alles kein Problem. Und drei Leute, damit kann das aufnehmen. Besonders, falls wir einen direkt erledigen, sobald er sich jetzt so bewegt. Sie werden nervös. Jetzt weiß ich, dass wir hier richtig sind. Gut, Nummer 1 ist weg. Gut gemacht. Ziehen Sie sich zu unserer Position zurück. Verschwindet! Ich halte Sie auf. Bist du dir da so sicher? Das klingt nicht... als würdest du überleben. Ja, recht geringe... Oh, ich darf nicht. Okay, was will er, dass ich tue? Hier ist kein Feld hervorgehoben. Soll ich doch rein? Überall nur halbe Deckung. Darf ich aber auch nicht machen. Ah, okay, ich darf nur auf ihn schießen. Kümmere mich um die Tür. Wäre es nicht besser, wenn Bradford das machen würde? Er steht schon da. Sie sollten die Sicherheitsprotokolle der Tür leicht umgehen können. Sie haben nie damit gerechnet, dass ihr jemand so nahe kommt. Alle Soldaten können bestimmte Computer, verschlossene Türen und einige andere Objekte hacken, um sich Zugang zu verschaffen und temporäre Boni zu erhalten. An das System habe ich mich auch nicht erinnert. Bei Fehlschlag kein Effekt. Soldat erhält sofort Verborgenheit oder Soldat erhält völlige Immunität vor den nächsten zwei Angriffen. Ja, beides nicht gekriegt. Aber immerhin haben wir die Tür geöffnet. Wir sind drin. Gut, gehen wir. Rücken vor zum Paket. Hoffentlich waren unsere Informationen richtig. Wir wissen, dass sie richtig waren. Der Schnitter war da. Die Schnitterin. Wir sind hier richtig. Sind Sie sicher? Oder hat die wirklich nur Aufklärung betrieben? Aber auch dann wüssten wir, dass er da ist. Also, dass ich da bin. Ich bin ja der Commander. Ja. Da scheint eine Zugangskonsole zu sein. Wenn Sie mir einen besseren Blick darauf verschaffen, kann ich... Oder so. Nächstes Mal. Moment, klar, das waren die lebenserhaltenden Systeme und ich sterbe jetzt aber... Nichts wie raus hier. So, okay, Bradford hat mich aufgesammelt, sehr schön. Also, nee, Bradford muss mich erst aufsammeln.
So. Na komm mal mit, ich. Das gesamte Advent-Sicherheitsnetz ist alarmiert. Firebrand ist in der Nähe zur Evakuierung, aber es heißt jetzt oder nie, Central. Verstanden, sind in Bewegung. Ich erinnere mich, wir gehen durch den Hintereingang, ne? Hinterausgang. Nein! Central! Crusher 1 ist am Boden! Sie müssen da raus! Wir brauchen einen anderen Ausgang! Sofort! So. Wird erledigt. Und Hinterausgang wird kreiert. Granaten sind nicht so tödlich wie Schusswaffen. Aha. Können dafür aber mehrere Einheiten gleichzeitig treffen und Deckung und Wände zerstören. Wir stehen gerade sehr ungedeckt da. Achso, nee, Moment. Hier ist ja noch eine Deckung. Gut, aber hier werden wir gleich sehr ungedeckt dastehen. Obwohl wir da auch ohne Probleme zur... Konzentration. Sie sind direkt hinter uns. Der kann doch nicht einfach laufen, während ich laufe. Das hier ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Das geht so nicht. Ich bin dagegen. Oh oh. Wird fort nicht sterben. Firebrand, hier Gatecrasher. Brauchen sofortige Evakuierung. Holen Sie uns hier raus. Drücke P und platziere die Evakuierungszone hier. Evakuierung anfordern. Wähle das Skyranger-Rufensymbol oder drücke P, um eine Evakuierungszone zu platzieren. So, wo soll ich es platzieren? Genau da. Kriege ich hin. So. Redford muss jetzt erstmal ein bisschen heilen und deswegen wird er nie wieder kämpfen. Wir kommen zurück! So, Evakuierung. Oh, lass ich jetzt gerade die andere zurück? Ah, ne, sie kommt. Ich weiß ja, dass es in diesem Spiel Evakuierung für Einzelleute gab. Ist das hier neu? Es kommt mir neu vor. Ah, ne, den kenne ich. Glaube ich. Ist schon eine Weile her, dass ich XCOM 2 gespielt habe, deswegen... der Atrophie zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Ich stimme zu. Aber nach jetzigem Stand verlieren wir den Patienten, wenn wir nicht sofort mit der Entfernung beginnen. Sind bereit. Gut. Legen wir los. Jahrzehnte der Atrophie. Wie lange ist die Initialinvasion her? Genau wie vor 20 Jahren. Oh, okay. Wir nannten es damals noch Krieg. Wir wussten nicht, was auf uns zukam. Reaktion von der Hirnrinde. Gut. Dringe jetzt in den Schädel ein. Ich habe die Verbindung identifiziert. Bereite jetzt den letzten Schnitt vor. Die Werte spielen völlig verrückt. Das war doch klar. Die Implantate sind nicht zur Entfernung gedacht. Wir riskieren schwere... Es gibt keinen Plan B. Tun Sie es! Ja, vielleicht hättet ihr mal einen Plan B euch ausdenken sollen, Mensch. Keine Lebenszeichen.
Pupillenreaktion normal. Vitalwerte stabil. OP beendet. Ich wusste, dass sie nicht so leicht unterzukriegen sind. Willkommen zurück, Commander. Gut, dann... Ich finde es cool, dass du die Wimpern mit reinbringst bei dem Augenaufschlag. Allerdings beneide ich sie nicht um die Kopfschmerzen. Dr. Teigen trifft keine Schuld. Also ich gehe davon aus, dass es die Wimpern waren. Was vorher versucht hat. Ruhig, wir sind immer noch nicht sicher, was die mit ihnen gemacht haben. Der Chap war tief in ihrem Schädel. Ich habe auf der Suche nach ihnen viele gute Soldaten verloren. Hätte die Hoffnung fast aufgegeben. Ich habe sofort auf die Informationen reagiert. Ich weiß nicht, woran sie sich erinnern, aber es hat sich viel verändert. Ich habe mein Bestes gegeben. Die letzten 20 Jahre waren hart ohne sie. Wenn sie Informationen brauchen, Shane hat das Archiv auf ihr Terminal geladen. Ansonsten gehen sie zu Dr. Teigen, wenn sie bereit sind. Es gibt Dinge, die sie wissen sollten. Er kann das besser erklären als ich. Gut, erste Frage, wie funktioniert das Terminal? Es ist verdammt gut, sie wiederzuhaben. Commander. So. Commander, zum Forschungslabor. Ja, bald. Ach, machen wir jetzt noch, dann wird es eben... Ich versuche mal, möglichst viel vom Tutorial die erste Folge zu quetschen. Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Teigen, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. Commander, auf Ihren Befehl werde ich den Advent-Chip nach möglichen Erkenntnissen bezüglich seiner Funktion erforschen. Gut, dann machen wir das doch einfach mal. Außerdem bin ich ein bisschen beunruhigt bei der Art und Weise, wie er gesagt hat, ist für Menschen vollkommen ungefährlich. Für wen ist es gefährlich? Für die Advent-Leute? Für Tiere, die vorbeilaufen? Sendet das die ganze Zeit Soundwellen, die Klangwellen, Schallwellen, die für Hunde total tödlich sind? Weil sie die Ohren komplett kaputt macht und die dadurch taub sind und dann nicht mehr hören, wenn ein Auto vorbeifährt? Fahren überhaupt noch Autos zur Adventszeit? Wahrscheinlich. Ich meine, technologisch sind wir vorangeschritten. Vielleicht fliegen die Autos inzwischen. Obwohl, nee, Moment, wir haben vorhin die Wegechen gesehen. Die standen normal auf dem Boden. Nach der traumatischen Operation, die zur Entfernung des Chips nötig war, den Advent eingepflanzt hat, haben wir nun die Gelegenheit, die Funktionsweise des Geräts zu studieren, um die Motive der Aliens besser zu verstehen. Ich persönlich bevorzuge übrigens Spekulatius gegenüber Advent-Chips. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Gut, dann muss ich jetzt zur Technikabteilung. Eine Weile beschäftigen. In der Zwischenzeit sollten Sie der Waffenkammer einen Besuch abstatten. Das sagt er nur, damit ich nicht recht behalte. Commander, Jane Kelly hatte großen Anteil am Einsatz zu ihrer Befreiung. Sie hat ausreichend Erfahrung für eine Beförderung gesammelt. Darum sollten wir uns jetzt gleich kümmern. So, jetzt verlange ich, dass jeder nur Name ausgesprochen wird. Der Ranger ist unsere wichtigste Aufklärungseinheit. Oh, ja. Er kann sich unabhängig in Verborgenheit bewegen und Gegner im Nahkampf angreifen. Schwertkämpfer, ich hab sie vermisst. Kelly, du darfst mir nicht wegsterben.
Egal wie sehr du es willst, das ist nicht drin. Neue Fähigkeit, Schwerthieb. Greife beliebigen Gegner innerhalb deiner Bewegungsreichweite mit der Waffe Schwert an. Das war ein guter Start. Unsere Truppen werden immer stärker, je mehr Erfahrung sie sammeln. Gut. Commander, auf die Brücke. Bin da. Ich habe sie gehört, Shan. Wenn wir das Ding kriegen, erfahren sie es zuerst. Nicht autorisierte Präsenz entdeckt. Commander, einen Moment bitte. Echelon-Protokoll ausführen. Achtung, Wechsel des Kommandos bestätigt. Ich wünschte, es wäre ein wenig feierlicher, aber wir haben es geschafft. Eine lokale Widerstandszelle hat diesen Hybrid-Magnet-Energiewandler ausfindig gemacht, den Shen unbedingt haben will. Sie haben das Gerät zu einem Advent-Konvoi in der Nähe zurückverfolgt und versuchen einen Angriff. Wenn wir diesen Wandler heil hierher schaffen, könnten wir hier alles zum Laufen bringen und den Aliens endlich einen richtigen Krieg bieten. Ein Trupp ist bereit und kann auf Ihren Befehl loslegen, Commander. Geben Sie einfach den Befehl. Ich finde es ein klein wenig beunruhigend. Okay. Erst einmal, wir haben Leute, die als Rekruten schon einen extra Namen haben. Und... Moment. Kameradschaften. Das sind Dinge, die wir uns angucken müssen. Und die haben eben besondere Designs. Ich bin gespannt, was das alles zu bedeuten hat. Aber ich finde es sehr beunruhigend, wie leicht dieses Echolon-Prinzip, dieses Echolon-Protokoll funktioniert. Irgendein Fremder kommt auf die Brücke. Derjenige muss nur die entsprechenden Worte, also der momentane Anführer muss nur die entsprechenden Worte sagen. Und der Fremde bekommt das Kommando. Ist offenbar so eingestellt. Oder vielleicht geht es nach Blickrichtung der Person, die es sagt. Hätte jetzt nur Bradford zufällig Shen angeguckt, dann wäre Shen jetzt Captain oder so. Es wirkt mir nicht sonderlich ausgereift. Und es mussten keine Daten irgendwo noch eingegeben werden. Der Empfang musste nicht bestätigt werden. Was, wenn die Person, die versehentlich dort die ganzen Dinge, die ganze Macht bekommt auf dem Schiff, gar keine Ahnung hat, was los ist? Also, theoretisch. Für sowas muss doch abgesichert werden. Okay. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der es dann hoffentlich richtig losgeht und wir uns ein bisschen angucken, was es hier mit den bunten Leuten auf sich hat. Also, lebt wohl in die Kommentare und adios.